So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich wir müssen mit fünf verschiedenen Jones reden. Wo ihr die findet, ist eigentlich ziemlich simpel. Einer ist hier in Lazy Lake, das ist der Taxifahrer. Dann hier oben bei Coral Castle. Dann ist einer hier oben rechts auf dieser kleinen Insel. Dann ist noch einer in Weeping Woods. Und habe ich jetzt irgendeinen vergessen? Jetzt muss ich gerade gucken, wie ich die Route hier mache. Ich glaube, ich fange bei Steamy Stacks an. Und einer ist hier beim Imbiss. Also die drei kann man abfahren. Und dann ist einer in Lazy Lake und einer ist in Weeping Woods. Ich glaube, ich fange mit dem hier oben an. Wie gesagt, das sind fünf verschiedene, denn wir haben ja mehrere. Na toll, hätte ich doch lieber unten angefangen. So, jetzt halt. Jetzt einmal hier auf die kleine Insel. Wird ein bisschen längeres Video, nehme ich mal an. Ich probiere es jetzt einfach mal in dieser einen Runde zu machen. Sollte ich es nicht schaffen, weil die Zone einfach zu schnell kommt, dann werde ich euch natürlich gleich noch die Punkte nochmal zeigen. Also, hier oben im Prinzip ist es oberhalb dreimal und dann nochmal einmal Weeping Woods und in Lazy Lake, der Taxifahrer. In Coral ist es der Taucher, bei Stronghold ist es der Imbisswagen und bei Weeping Woods ist es da, wo der Spielplatz ist, sage ich jetzt einfach mal. So, wo ist er? Ich glaube, mit dem hier habe ich noch gar nicht geredet. Ah, das ist schon mal gut. So, jetzt kann ich mich von hier direkt zum Imbiss. So, jetzt brauche ich hier Orientierung. Orientierung, Orientierung. So, der nächste ist nämlich da. Ah, ich glaube, das werde ich nicht in einer Runde schaffen. Das glaube ich nicht. Obwohl, wenn ich den Turm benutze, wäre es vielleicht noch möglich. Aber wie gesagt, da ist der erste, da ist der zweite, da findet ihr den dritten, hier findet ihr den vierten und hier in Weeping Woods findet ihr den fünften. Wie gesagt, ich probiere es jetzt einfach in einer Runde, aber ich glaube, das wird nichts. So, auch wenn ich den Riss jetzt hatte, aber das Problem ist, die Zone müsste jetzt eigentlich in Weeping Woods sein, weil die drei werde ich eigentlich easy hinkriegen. Wie gesagt, wenn ich dem einen oder anderen jetzt schon helfen konnte, gerne natürlich ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann schon noch bei den. Ja, du bist der Beste. Ich hasse so Spieler, ne? Wir sind hier am Anfang von einem Gruppenkeile. Warum muss er mich jetzt abbauen? So schlimm manchmal, die Leute. Ah, er macht wohl die erste Aufgabe. So, warum habe ich eigentlich ein rotes Fadenkreuz? Seht ihr das überhaupt? Doch, ihr seht das. Hat sich das auch geändert hier in der Season? Seht ihr diesen roten Punkt an der rechten Hand oben? Ah, jetzt ist er weiß. Wann ist der denn? So, hier ist nämlich schon der zweite. Ach, vor allen Dingen, ich hätte auch eben mal mit ihm reden sollen, ne? Ah, doch, hat gezählt. Habe ich eben mit ihm geredet? Ich habe echt jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt echt gedacht, ich hätte mit dem einen nicht geredet. So, jetzt müssen wir zu Koralle rüber. Ach Gott, Metz. Metz werden eng. Eieiei. Ich schätze mal, Weeping Woods und Lazy Lake muss ich dann in einer anderen Runde machen. Aber so einfach ist es halt. Einfach auf unten links immer beim Charakter auf die Spire-Mission drauf. Da sich das Gerede anhören, durchdrücken und dann würde ich sagen, direkt weiter. So, müsste reichen. Ja. So, den nächsten finden wir hier hinten. Ich hätte es schon gerne in einer Runde. Aber ihr seht schon, die Zone kommt. Obwohl, es knabbert. Ja, ich glaube nicht. Ich muss mich auf jeden Fall hier sterben lassen. Dann bin ich wieder näher dran. Wenn ich bei Kusal rauskäme, könnte es passen. Bam, bam, bam. Was denkt ihr? Schaffe ich es in einer Runde oder nicht? Ich schätze mal, die meisten sagen nein. Ach, ich kann das nicht schaffen. Wisst ihr warum? Weil die ja in der Zone sterben. Hier, den kann ich jetzt noch machen. Zack, Spire. Zack. Haben wir drei. Jetzt probiere ich noch gerade schnell zu sterben, aber oh, keine Meds mehr. Wunderbar. Ja, gut. Ich habe es probiert in einer Runde. Hat nicht ganz geklappt. So, ich zeige euch jetzt nochmal schnell die Orte. Einmal hier oben rechts. Zack. Dann hier an dem Imbisswagen. Dann hier, wo ich jetzt gerade stehe. Dann hier in Lazy Lake, wo der Taxifahrer ist. Und einmal in Weeping Woods in der Mitte, wo der Spielplatz ist. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. In dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Weiterleveln und haut rein.